So, heute zeigen wir mal folgenden Satz. Die Summe von drei aufeinander folgenden Zahlen ist durch drei teilbar. Wie kann man sich einem Beweis einer solchen Aussage annähern? Naja, man macht sich erstmal ein paar Beispiele. Dann nehmen wir mal drei aufeinander folgende Zahlen und gucken mal, ob die Summe von denen durch drei teilbar ist. Okay, welche Zahlen können wir mal nehmen? Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal 4 plus 5 plus 6. Ne, das sind drei aufeinander folgende Zahlen. 4 plus 6 ist 10, plus 5 ist 15. 15 ist durch 3 teilbar, stimmt. Okay. Jetzt schauen wir mal weiter. Was können wir noch nehmen? Nehmen wir mal andere Zahlen. Nehmen wir mal 100 plus 101 plus 102. Was kommt raus? 303 ist durch 3 teilbar, ist klar. Ne? Nehmen wir mal vielleicht noch ein krankes Beispiel. 87 plus 88 plus 89. Gucken wir mal, was daraus kommt. 3 mal 80 ist 240 plus 24 ist 264. Zweihundertvierundsechzig ist durch 3 teilbar, ne? Quersumme 4 plus 6 plus 2 ist 12. Okay. Scheint also zu stimmen, ne? Klar ist aber, wir haben ein paar Beispiele gemacht und durch ein paar Beispiele hat man natürlich nicht die Allaussage bewiesen, ne? Es könnte ja sein, dass es für drei andere aufeinanderfolgende Zahlen nicht gilt. Okay. Wie nähert man sich einer solchen Aufgabe noch? Also, wir haben ein paar Beispiele gemacht, uns davon überzeugt, das scheint zu stimmen. Jetzt könnte man es vielleicht mal ein bisschen systematischer an die Sache ranmachen. Ne? Wir nehmen mal nicht irgendwelche Beispiele, sondern wir machen mal eine Tabelle und nehmen mal die ersten Beispiele. Vielleicht fangen wir mal mit der 1 an. Ne? Also, machen wir eine Tabelle hier hin. So. Keine Ahnung, machen wir so 1 plus 2 plus 3. Was kommt da raus? 6 ist durch 3 teilbar. 2 plus 3 plus 4. 5 plus 4 ist 9, ist durch 3 teilbar. Okay. 3 plus 4 plus 5 ist 12 ist durch 3 teilbar. 4 plus 5 plus 6 gibt 15, ist durch 3 teilbar. Und noch ein Beispiel. 5 plus 6 plus 7, das ist 18, ist auch durch 3 teilbar. Okay, jetzt kann man da sicherlich welche weiteren Gedanken spinnen, mal überlegen. Also man sieht hier zum Beispiel, dass diese Summen immer um 3 größer werden. Ne? Das heißt also, wenn wir uns das erste hernehmen, da kommt eine durch 3 teilbare Zahl raus und man sieht, okay, wenn ich jetzt immer 1 größer werde, kommt immer 3 mit hinzu, ist logisch, ne? Weil zu jedem der drei Zahlen jeweils 1 dazu addiert wird, also wird insgesamt zu der Summe 3 hinzu addiert, könnte man sagen, okay, die erste Summe, die wir bilden, ist durch 3 teilbar und jede weitere Summe ergibt sich dann dadurch, dass wir immer 3 zu der Summe dazu addieren, also bleibt sie durch 3 teilbar. Das ist so ein induktives Argument. Ja? Also man könnte jetzt hier vielleicht vollständige Induktion machen und sagen, okay, man beweist das für die erste Summe und zeigt dann, das Ganze gilt auch für die nächste Summe. Oh, das können wir gerade mal machen, oder? Machen wir das mal. Wie würde das aussehen? Ich zeige später, dass es gar nicht unbedingt notwendig wäre. Ne? Wie würde es aussehen? Machen wir vollständige Induktion.
Können wir mal hier rechts hin machen. Induktionsanfang. N gleich 1. Achso, dann schreiben wir hier vielleicht mal hin. N ist hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Also das ist sozusagen, N soll jetzt immer sein, die erste Zahl von den dreien hier. Und dann ist die Summe n plus 1 plus n plus 2. So. Ja, man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, okay, wir haben hier irgendwie so ein induktives Argument. Ne? Also müssen wir zeigen, dass n plus n plus 1 plus n plus 2, das ist letztlich die formale Formulierung für die Summe drei aufeinanderfolgender Zahlen, durch 3 teilbar ist. So. Also gucken wir mal. 1 plus 2 plus 3, das ist ja der Induktionsanfang, ne? Da kommt 6 raus, haben wir schon gesagt. Okay, 6 ist durch 3 teilbar, fertig. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Es gelte, na, wir nehmen also mal ein k, für das das gilt, ja, 3 teilt k plus 1 plus k plus 2, so, zeige, 3 teilt dann auch k plus 1 plus k plus 2 plus k plus 3. Ne? So. Wir haben jetzt auf jedes, ja gut, nee, wir haben jetzt einfach gesagt, okay, es gilt für ein k und wir schauen, gilt es dann auch für k plus 1. So. Nehmen wir mal den Ausdruck hierher. K plus 1 plus k plus 2 plus k plus 3 ist gleich. Da haben wir ja gerade rausgearbeitet, hier links in unserer Tabelle, die Idee. Ja, die Idee haben wir rausgearbeitet, zu jeder dieser drei Zahlen hier kommt 1 dazu und deswegen bleibt die Summe durch 3 teilbar. Naja, dann schreiben wir das doch genau jetzt hier formal auf. Das hier vorne ist also k plus 1, dann kommt k plus 1 plus 1 und k plus 2 plus 1. Ne? Wir haben zu jedem dieser drei Elemente jeweils 1 dazugenommen. So, jetzt können wir das umsortieren. K plus 1 plus k plus 2. Also ich habe jetzt... Unser Ziel ist ja, die Induktionsannahme zu verwenden, ne? Die hier oben, diese drei Elemente hier, die habe ich jetzt hier nach vorne geholt, das ist unsere Induktionsannahme und dann bleibt hier 3 übrig, plus 3, so und wir wussten, nach der Induktionsannahme ist das durch 3 teilbar, durch 3 teilbar. Also ist auch die Summe durch 3 teilbar. Okay. Das wäre ein gültiger Beweis, der relativ umständlich ist, ja, aber den man sich ja, herausgearbeitet haben könnte aus dieser Tabelle. So. Beweisen ist ja eine relativ intuitive Geschichte und es kann sein, dass man mittlerweile merkt, oh ja, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen umständlich, es geht einfacher. Mache ich das mal hier wieder weg. Oder nicht, schreibe es woanders hin, schreibe es mal hier unten drunter. Vielleicht kommt man, während man sich an dieses Problem hier herantastet, kommt man ja irgendwann mal auf diese Formulierung, die allgemeine Formulierung von die Summe dreier aufeinanderfolgender Zahlen. Das ist n plus n plus 1 plus n plus 2. Wenn man da mal hier mal scharf hinschaut, das ist ja die allgemeine Formulierung der Summe dreier aufeinanderfolgender Zahlen. Wenn man da mal genauer hinschaut, n plus 1
plus n plus 2 ist gleich, so, das kann man ja umsortieren, ne, in 3n, also n plus n plus n, 3n plus 3. Wenn man jetzt hier noch die 3 ausklammert, dann sieht man, der linke Teil hier der Gleichung ist ja gleich dem rechten Teil der Gleichung. Kann ich also als Produkt schreiben aus 3 mal irgendwas anderes. So. Und das bedeutet, 3 teilt diesen Ausdruck. Das ist ja genau die Teilbarkeitsdefinition, ne? 3 teilt diesen Ausdruck genau dann, wenn eine Zahl aus z existiert, das ist diese, n plus 1, sodass 3 mal dieser Zahl den Ausdruck ergibt. Okay, das hier ist ein anderer Beweis, der relativ viel kürzer ist als dieser Induktionsbeweis, den wir zuerst gemacht haben. Okay, beides gültige Beweise, insofern nichts falsch. Der eine ist halt schicker, knackiger, schneller. Ne? Was vielleicht auch noch eine ganz schöne Sache ist, wenn man sich mal überlegt, das kann ich ja hier vielleicht mal probieren, nach unten zu scrollen. So. Eine andere schöne Sache ist, sich das mal bildlich vorzustellen. Ne? Die Summe dreier aufeinander folgender Zahlen. Wie sieht die eigentlich aus? Wenn wir mal die erste nehmen. Machen wir schwarz. So. 1 plus 2 plus 3, das ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. So. Nehmen wir mal die nächste. 2 plus 3 plus 4, die sieht so aus. 2 plus 3 plus 4. So. Nehmen wir noch die nächste dazu. Wir müssen nach unten. 1, 2, 3 plus 4 plus 5. So. Die Summe drei aufeinanderfolgender Zahlen sieht man, hat hier eigentlich eine relativ ähnliche Struktur. Ne? Ist immer so abgeschrägt irgendwie. Ne? Ist ja klar, es kommt immer 1 dazu von Summand zu Summand. Und ansonsten haben alle unten so das gleiche Fundament, sag ich mal. Ne? Also letztlich kann man sich vorstellen, dass es hier unten. Machen wir hier so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hin. Dass es hier unten noch viel weiter geht. Wenn wir zum Beispiel 87 plus 88 plus 89 haben, dann sind hier unten jeweils gleich viele und hier oben kommt aber nur 1 dazu. Das heißt also, man könnte sich das auch folgendermaßen vorstellen. Warum ist die Summe drei aufeinanderfolgender Zahlen durch 3 teilbar? Man kann ja Folgendes machen. Man nimmt diesen hier weg und packt ihn hier hin. Und dann habe ich eine durch 3 teilbare Zahl, weil ich hier 3 Spalten habe mit der gleichen Anzahl an Knubbeln. Ja, genauso hier, ich kann den hier wegnehmen und da hin tun. Dann habe ich auch hier eine Spalte mit 3 oder 3 Spalten mit gleich vielen Elementen. Und das Gleiche kann ich auch hier machen. Und egal, wo ich bin, ja, das ist sozusagen jetzt das Allgemeine an diesem Argument, egal, welche drei Summanden ich habe, ich kann immer diese eine Spitze hier nehmen, darunter packen und dann habe ich 3 gleich lange Spalten. Dann ist die Gesamtsumme der Knubbel oder die Gesamtanzahl der Knubbel durch 3 teilbar. Okay, das wäre sozusagen ein visuell anschaulicher Beweis, der auch die Allgemeinheit irgendwo beinhaltet, weil wenn ich hier so Pünktchen hinmache, ne, dann ist klar, es ist vollkommen wurscht, welche Summe von drei aufeinanderfolgenden Summanden ich habe. Das funktioniert immer.